Ja, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie. Weiter geht es mit dem wunderschönen Spiel Millennia. Ich heiße euch hier ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge in der Zeit der Bronze. Ich habe mich übrigens so entschieden, dass ich natürlich vorproduzieren werde und kürzere Folgen aufnehme. Und ich mache das so, ich mache einen kurzen Stream, mache eine Unterbrechung nach einer halben Stunde bis maximal 40 Minuten und exportiere das Ganze auf meinen YouTube-Kanal und dann gibt es da noch eine Folge hinterher. Das heißt also, heute gibt es eine geplante Unterbrechung meines Streams. So, also, Überwachung ist auch an. Chatfenster habe ich jetzt weiter nach unten versetzt, aber es wird immer noch irgendwie im Weg sein. Und ich bin auch noch im Weg. Ich wollte mich hier anders platzieren. Und dann habe ich mir überlegt, wie war denn das? Dass ihr noch was erkennen könnt. Ich mache das jetzt einfach mal... Upsa. Falsch. Ich mache es einfach mal hier hin. So, jetzt bin ich halt da oben. Gucken wir mal. So, beim letzten Mal hatte ich ein bisschen gebrainbuggt aufgrund der Länge und eurer Chatfreudigkeit. Und muss jetzt mal überlegen, was wir als nächstes machen. Wir könnten eine Stammesarmee nochmal aufstellen. Weiß ich nicht. Stammestum. Hier, so, die Beherrschung dieser Regierungsform. Die Regierung ist bereit für eine friedliche Revolution. Es gibt uns 10 Innovationspunkte. Und das macht Kultur ist eine nationale... Jetzt, wie schnell sich Innovationsanzeige jeder Runde angesammelte Innovation füllt. Wenn die Innovationsanzeige voll ist, besteht die zunehmende Wahrscheinlichkeit, dass du eine einzigartige Innovationsbelohnung erhältst, die dir einen Vorsprung vor anderen Nationen verschaffen kann, wie zum Beispiel eine Einheit, ein Gebäude, eine Verbesserung oder eine Stärkung. Wenn dir deine Innovationsbelohnung nicht gefällt, kannst du stattdessen eine große Menge an Vermögen bekommen. Wenn ein Innovationsereignis eintritt, fällt deine angesammelte Innovation wieder auf Null und deine Innovation wird stark verringert. Okay, das machen wir jetzt einfach. Dafür habe ich mich jetzt einfach entschieden, weil ich auch nicht weiß, wohin wir siedeln sollen. Ne? Deswegen machen wir das jetzt. Bei der Erkundung könnten wir einen Kundschafter erstellen, wenn wir das wollen. Wir haben 20 Punkte da dafür. Ja, das machen wir jetzt auch. Wir haben das Vermögen da dafür. Der Kundschafter soll hierhin. Plus 3 haben wir jetzt noch. Und du darfst schon mal hier lang. Wunderbar. So, diese Armee. Wache halten. Diese Armee ignoriert. Ignorieren, bis die Wache beendet wurde oder eine Armee vollständig geheilt ist. Dann komm mal hierher. Ah ne, du bist schon. Ja, du bist eigentlich schon im Skip-Modus, ne? Machen wir das mal. Dann haben wir die Entscheidung gemacht. Kriegsführung. Freiwillige. Erstellt eine Kriegsschar. Kostet mich das irgendwie Bevölkerung? SDRG. Linksklick. Das will ich haben. Sobald es soweit ist. Und der Gottkönig-Dynastie brauchen wir diese Punkte dafür, die wir noch nicht haben. Okay, weiter geht's. Ich muss hart auf die Zeit gucken. Ich will Algoria zufriedenstellen. Mit meinen kürzeren Videos und mehr Zeit für mich gewinnen. So, die Armee. Ja, ihr bewegt euch hier hin. Und dann macht ihr mal bitte Wache halten. So, diese Erkunder. Wir hatten 2 Erkunder. Wo bist du denn? Du bist hier, sagst du. Fünf Runden, bis du hier bist. Dann erstmal hier lang 4 Runden. Jawohl, das ist meine Entscheidung. So, du hier. Das sind die Monopolianer. Gehen wir auf den Hügel. Oliven. Boah, hier sind so viele von diesen Stadtstaaten, dass man überhaupt nicht siedeln kann. Das finde ich ein bisschen schade, ganz ehrlich gesagt. So, da haben wir noch einen Erkunder. Ja, weiter. Aha, die haben Barbaren entdeckt. Also was wir brauchen, ist auf jeden Fall einen Gesandten. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir einen dieser ganzen Stadtstaaten von uns überzeugen können. Wobei ich sagen muss, dass Belo Horizonte der erste ist, den ich mir hole, hier oben an der Küste. Dann haben wir hier so einen
reicht, dass sich hier entlang streckt. Das finde ich ganz gut. Wir können wir recht flexibel verteidigen auch. Ah ja, wir haben ja hier noch eine Armee gehabt, ja. Zurücklassen zur Verteidigung. Ja, erstmal zurücklassen zur Verteidigung. Genau. Für diese Runde überspringen. Wir könnten eine Kulturkraft verwenden. Ja. Ich denke mal, wir werden wieder an Heureka ausrufen. Oder 10 Innovationspunkte dazu bekommen. Das könnten wir auch machen. Spitzenforschung. Das würde mich auch voranbringen. Aber ich glaube, ich gehe direkt in die Forschung. Ich könnte mir aber auch nochmal vorstellen, eine weitere Armee aufzustellen. Nee, wir brauchen... Ja, es kostet mich aber dann zu viel Goldmünzen. Da bin ich nicht bereit für. Ich will das mit der Innovation machen oder ich will eine Heureka erzeugen. Für den Bergbau. Ich will das mit dem Bergbau vorantreiben. Ich mache eine Heureka. Schön, wie das Spiel einen an alles erinnert. Das ist echt cool bis jetzt. Ich denke, so viel falsch haben wir da bis jetzt noch nicht gemacht. Für die erste Partie vor allen Dingen nicht. Krisenzeitalter. Es ist möglich, aus dem Zeitalter der Bronze in ein Krisenzeitalter zu wechseln. Das Zeitalter des Blutes wird freigeschaltet, wenn du 6 oder mehr Einheiten einer anderen Nation tötest. Keine Barbaren. Sobald es freigeschaltet wurde, ist das Zeitalter des Blutes die einzige Option, die du zum Eintritt in ein neues Zeitalter wählen kannst. Wenn im Spiel das Zeitalter des Blutes anbricht, gelten spezielle Regeln. Alle Nationen sind miteinander im Krieg und es stehen andere Einheiten, Technologien und Gebäude zur Verfügung. Ich würde dies gerne vermeiden. Es würde nur funktionieren, wenn wir einen Krieg mit den Monopolianern haben. Okay, da hier jetzt Barbaren sind, zieh dich bitte zurück und entdeck mir dieses Wunder. Ich brauche noch Erkundungs-EP. Die hätte ich doch zu gerne. Jetzt ist hier auch schon was. Du erstmal weiter, bitte. Ja. Bengaluru. Ich kann hier nicht siedeln. Hier oben in der Wüste bringt es ja gar nichts. Also ehrlich gesagt, gehen wir hier in Nanteslang mit dem Speer. Vielleicht gibt es da nochmal eine Siedlungsmöglichkeit für uns. So. Hier macht man erstmal nichts, hier bleibt man hier stehen. Wir wissen nicht, ob wir hier angegriffen werden von denen. Das könnte durchaus eine Möglichkeit sein, deswegen Obacht. Abweichende Zeitalter. Neben den ersten Krisenzeitaltern bietet ihr das Zeitalter Bronze auch ein erstes Variantenzeitalter, das Zeitalter der Helden. Das Zeitalter der Helden bietet andere Inhalte und Spielmechaniken, die von historischen Helden, Abenteuern und Technologien inspiriert sind. Das Zeitalter der Helden wird zur Erforschung freigeschaltet, wenn deine Kundschafter 3 oder mehr Naturwunder entdeckt haben. Der Standardweg durch die Geschichte führt weiter in das Zeitalter des Eisens, aber mit Varianten wie dem Zeitalter der Helden kannst du die Geschichte in eine andere Bahn lenken. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Apropos sehr, sehr cool, ich habe was vergessen. Wir müssen nochmal in Natalia rein. Integrieren kostet uns 25 Punkte. Kann ich mich das auch erinnern lassen? Das macht er nicht. Okay, ich muss mir merken, 25 Regierungspunkte und dann kann ich diese Stadt integrieren. Das habe ich nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Du weiterfliehen bitte, ja. Wir wollen uns nicht von denen zerdeppern lassen. Wir gehen jetzt hier mal noch einmal um die Stadt herum, um dort mehr herauszufinden. Sehr schön. Und du gehst da lang. Sehr schön. Ja, die Truppe. An Anführer will ich noch nicht erheben, weil ich noch nicht die besseren Truppen habe. Das werde ich dann machen, wenn das soweit ist. Ja, skip. Skip. Okay, 25 Regierungspunkte brauchen wir. Schauen wir mal. Feindseligkeiten erklären. Okay.
Die Flinksonia jetzt auch. Das finde ich super. Warum? Wir wissen es nicht. Die Flinksonia sind hier oben. Am Mount Everest. Shuzhou ist eine ihrer Städte. Mhm. Zune Schuhe sozusagen. Haben die. Ja, der eine geht in die Richtung. Na komm, dann gehen wir da lang. Was soll schon schief gehen? Das habe ich wieder auf Wache halten gekriegt. Ich wollte doch eigentlich nur skippen, aber ist ja okay. Die beiden Armeen kann ich mir schon merken. Ich sehe jetzt halt irgend so Barbaren oder sonst irgendwas. Daher können die jetzt erstmal auch verbleiben. Ja, weiter. Sehr schön. Sehr schön. Forschung ist jetzt auch abgeschlossen. Wir haben den Bergbau. Jetzt steigen auch Bedarfssachen. So, was machen wir jetzt noch im Zeitalter der Bronze? Hier hatten wir alles gemacht, genau. Die maximale Armeegröße finde ich attraktiv. Gewaltmarsch könnte ich machen, ja. Streitwagen. Und wir hätten Speerträger, was ich echt gerne hätte. Beamte wäre auch gut. Schiffsbau fände ich auch klasse, um die Ressourcen am Meer zu bekommen. Ich denke mal, wir werden jetzt aber erstmal Disziplin machen für die Kekarianer aufgrund der ganzen Feindseligkeiten, die es hier gibt. Und ja, da müssen wir natürlich unseren Gegnern zeigen, dass wir natürlich das disziplinierteste Volk sind und auch gut kämpfen können. Ist jetzt einfach mal so meine Entscheidung. So, das heißt aber, wir können unsere ganzen Verbesserungspunkte jetzt endlich mal einsetzen. 25 habe ich immer noch nicht. So, ich denke mal, was brauchen wir denn dafür? Ein Steinbruch, ein Steinmetz. Okay, der wandelt um. Eine Mine brauchen wir für. Hallo? Sammeln, Bergbau. Aha. Ja, das ist jetzt halt die große Frage. Behausung brauchen die noch nicht. Was muss ich denn, um die zu erwirtschaften? Eine Mine oder ein Steinbruch könnte ich machen. Ah, jetzt wird es mir erklärt. Der Steinbruch macht Arbeit, 2 Marmor. Mal 2 Produktionen. Kosten 14 Verbesserungspunkte. Und hier haben wir. Eine Marmormine macht doch keinen Sinn. Wir errichten hier einen Steinbruch drauf. Ich hoffe, dass das jetzt richtig war. Ne, zerstören will ich den nicht. So. Ja, jetzt hat es umgewandelt, das ist gut. Du wirst hier festgehakelt, da gibt es gar keine Diskussion mehr drüber. Das passt, die produzieren hier am Bauernhof und im Grasland Nahrung. Ja, wir haben zunehmende Bevölkerung weiterhin. Wir produzieren einmal Knochen, 2-mal Marmor, 1 Fleisch und 1 Nahrung. Okay. Chaos haben wir noch nichts oder so weiter? Okay. Passt. Denke ich. Gucken wir mal. So. Ich will ein bisschen hier rüber gehen jetzt mit dem. Ich möchte.
bitte hier am Fluss entlang. Finde einen Siedlungsgrund. So. Du versteck dich hier oben auf dem Hügel. Und jetzt können wir hier Naturwunder entdecken machen. Rohrberg. 5 Erkundungs-EP. Jawohl. Und 10 Kampf-EP haben wir bekommen. Sehr geil. Das war wichtig. So, die sind sehr weit weg, die Barbaren. Gegen die gehe ich nicht vor. Die sollen eher hier drüben mal ein bisschen Ärger machen. Dies wird belagert, die Stadt, sehe ich gerade. Warum auch immer. Drohung. Stärkere Nationen zwingen Schwächeren ihren Willen auf. Habt ihr diese Lektion vergessen? Okay. Die Flinksonia sind ein bisschen aggro. Flinksonia, wir sind sehr weit voneinander entfernt. Was soll das? Seit wann ist denn der liebe Flinks so aggro drauf? Wir wissen es nicht. Gehen wir direkt in den Wald. Dann gehen wir am Waldrand entlang. Oh oh. Monapolianer sind hier unten. Wir müssen aufpassen, wir sind feindlich. Ja. Flinksonia sind dort. Auch uns recht feindlich gesonnen. Da können wir also auch erstmal nicht hin. Okay. Ich bin aber nicht bereit, meine Armeen irgendwie jetzt weiß der Geier wohin zu schicken. Okay, wir haben hier noch einen Pionier. Du kannst einen Außenposten errichten. Einen Außenposten. Könnte ich denn einen guten Außenposten bauen? Ja, wenn ich das mache, dann drehen sie endgültig durch. Hier rüber zu's. Pionier habe ich vergessen wegzuschicken. Hier unten war auch. Also, was ich schon mal mache, ist mit dir hier hingehen. Mit dem Pionier. Der hat keinerlei Kampfkraft. Wenn der erwischt wird, hat er ein Problem. Okay. So, die versuchen mich tatsächlich hier zu schnappen. Muss ich aufpassen, dass ich mit denen irgendwie ausweiche. Eine Region ist inaktiv. Ja, wir haben Wachtürme gebaut. So muss ich jetzt irgendwie meine Palisaden wieder reparieren. Sehe ich zumindest nicht. Stadtwachen zu besitzen wäre nicht verkehrt. Einfluss zu generieren wäre nicht verkehrt. Kriegen die mehr EP, die Einheiten? Okay, Arbeiterlager macht was. Es gibt uns Produktion in Ingenieurs-EP, was wir auch dringend brauchen werden. Die Versammlungshalle gibt uns Diplomatie-EP. Ich denke mal, wir werden die Versammlungshalle echt brauchen, um Frieden irgendwie herzustellen mit der Zeit. Machen wir mal die Versammlungshalle. So, und jetzt haben wir hier nämlich auch Wachtürme. Und ich sehe aber... Ah, die werden langsam mit der Zeit von alleine repariert. Die sind jetzt bei 65,71%. Die sind wie ein Gesundheitsbalken sozusagen. Okay, gut zu wissen. Gut zu wissen. Hi Dicker, ich grüße dich. Guten Abend, schön, dass du einschaltest. Wie gesagt, denk dran, halbe Stunde Stream und dann wird abgebrochen. Beziehungsweise 35 bis maximal 40 Minuten. So, die versuchen mich jetzt hier echt zu erwischen. Weg da. Dann gehen wir jetzt langsam auf den Keks da drüben. Ich denke mal, ich fange die jetzt ab. Die zwei Einheiten sollten ausreichen, um diese Barbaren hier zu exterminieren oder wer die auch immer sind. Oh, frisch fristet. Ja, ja. Hab mir gegönnt. Mal wieder hier, ne? Haare schön. Ganz getreu dem Motto nach Habrakadabra gehandelt. So.
das ist keine Armee im Grunde. So. Okay, die hat hier rüber gesiedelt. Mit Tex Coco, die Monopolianer. Mit Harab hab ich's nicht so. Er musste weg. Ich hab's nicht mehr ertragen, Digga. Ich hab's einfach nicht mehr ertragen. So, wir sind kurz davor, Natalia jetzt für uns zu beanspruchen. Also, nicht nur als Vasall, sondern als feste Stadt. Dann machen wir das jetzt erstmal am Anfang, bevor ich es vergesse. Integrieren. 25 Regierungspunkte. Mhm. So, damit haben wir Natalia. Sehr schön. Wir fangen die aber erstmal an zu bewirtschaften. Auf Sammeln. Ein Bauernhof. Bitte. Jawohl, dass die auch schön wachsen erstmal. Genau, und du wirst auch hier festgehakelt jetzt. Das ist wunderbar. Es gibt uns nämlich richtig schön Fettnahrung hier. Die wird nämlich jetzt ganz schnell wachsen. In einer Runde sind die nämlich schon gewachsen. Bringen mir mehr was, wenn ich sie so habe. Bauen möchten wir jetzt auch mit denen gleich. Was beginnen wir hier zu bauen? Das wird alles noch lang dauern. Wir machen erstmal die Palisadenzäune, weil ich wirklich, durch das, dass die Flinksonia und die Monopolianer uns da böse gesinnt sind. Oh, die haben schon Pyramiden gebaut. Was geht denn hier ab? Da muss ich gegen reagieren. So, der Pionier darf noch. Mhm. Der hat hier einen Ort, wo er einen Außenposten errichtet. Mal gucken. Bei den Außenposten kenne ich mich noch nicht so gut aus. Aha. Wunderschön hier. Für andere. Okay, zack. Puh, mein Kundschafter. Ich konnte ihn da drum herum manövrieren. Zack. Also wir wissen, dass die da unten sind. Oh, Barbaren. Schnell ab in den Wald hier. Und noch mehr Barbaren. Hier sind mir zu viele Barbaren. Erst überspringen. Wir dürfen eine Kulturkraft schon wieder verwenden. Wir haben jetzt plus 6. Deswegen gibt es jetzt erstmal eine Armee zur Aufstellung. Ja. Es wird Zeit. Ups. Ich habe es einfach mal abgebrochen. Wunderbar. Jetzt sind wir noch bei plus 5. Aber schön, damit haben wir jetzt wieder weitere Truppen. Du darfst dich der Truppe anschließen. Und ihr hier bleibt mal zur Bewachung drin. Die bewachen hier auch schön. Also in den Städten Fernkämpfer zu haben mit dem Kampfsystem ist natürlich schon relativ clever. Es ist sehr lustig natürlich immer, wie diese Kämpfer so rausgehen und wieder reinlatschen und so. Aber ja, macht schon Spaß, das System. Hat schon seine Sinnhaftigkeit. Ja, es hat plus 1 durch die Region. Wir kriegen unsere Ingenieurspunkte langsam zusammen. Güterketten, okay. Das interessiert mich jetzt schon. Jetzt müssen wir erstmal ganz kurz hier ein Stückchen trinken. Güter, die du mit einer Verbesserung sammelst, können mit den durch andere Verbesserungen gesammelten Ressourcen kombiniert werden, um wertvolle Güter zu produzieren. Der von einem Bauernhof gesammelte Weizen liefert Nahrung. Wenn du eine Mühle baust, kann dieser Weizen in Mehl umgewandelt werden, das noch mehr Nahrung wert ist. Einige Güterketten bieten Flexibilität. Die von einer Försterei gesammelten Stämme liefern mehr Produktion, wenn sie in einem Sägewerk zu Brettern verarbeitet werden.
Dieselben Baumstämme können auch an einen Papiermacher geschickt werden, um Papier für Vermögen zu produzieren. Oder dieses Papier könnte an eine Druckerpresse geschickt werden, um Bücher herzustellen und so weiter. Um die Verbesserungen und Güter in einer Region zu sehen, klicke auf den Namen über eine deiner Hauptstädte und wähle dann die Registerkarte Arbeiter aus. Okay. Ja, das kommt jetzt der Tipp. Das ist ja super. Schauen wir mal. Unser Pionier ist da, wo er sein soll. In der nächsten Runde kann er seinen Außenposten machen. So. Ich möchte mehr über die Monapolianer wissen. Das sind so schöne Brücken sogar beim Fluss, mein Lieber. Langsam unangenehm. Ja, das sind überall Barbaren, ich weiß. So, du hast es hier lang geschafft. Dann wieder ab in den Wald. In den tiefen Wald. Dichten Wald. Wie auch immer. Ich freue mich, wenn wir die Disziplin abgeschlossen haben, unsere Einheiten zu Speerträgern aufwerten können. Oh, da oben war ein Schiff. Ein berittener Kundschafter von den Twikonen. Ja, das ist auch das nächste, was ich mache mit Schiffen. Gar keine Frage. Werde nämlich hier an diese Küstensachen schon ein bisschen noch entdecken wollen. Ich denke, da ist auch wichtig, dass wir da hingehen. Ah, das sind ja unsere Feinde. Gut, dann machen wir so. Geht mal hier auf die Rinder. Ihr schließt euch mit denen an. Ne? So ist es gut. So, und du kannst jetzt hier einen Außenposten machen. Zack. Und da haben wir jetzt ganz viel angeschlossen. So. Spezialisierung ändern können wir nicht. Es verknüpft mit Natalia. Okay, das passt ja. Und es könnten. Okay, was macht der Außenposten jetzt genau? Ich weiß es nicht. Die Feinde sind aber KI-gesteuert, oder? Ja, das sind sie. Sie nur nach Community-Mitgliedern sind diese menschlichen Völker, diese Zivilisationen benannt worden von mir. Deswegen wurde auch schon im Discord sich gegenseitig gefrotzelt. Die Dekadenz hier habe ich nicht gemacht, weil, ja. Ich wollte auch eine Chance haben zu gewinnen. Okay, wir haben fast die halbe Stunde rum. Das heißt, es wird gleich die erste Unterbrechung geben. Wir müssen jetzt nur sehr, sehr arg aufpassen. Wir sind sehr stark an den Grenzen. Okay, aber ich will das. Kenne deinen Feind, sagt Sun Tzu. Deswegen will ich mich auch daran halten. Okay. Ja, ich habe Kontinente groß ausgewählt. Also groß ist die Karte schon. Ich würde mir gerne noch mal so wünschen, noch weiter rauszoomen zu können. Aber okay, das sind so kleine Details. Okay, das ist die Armee von denen. So ist gut. Schaffen wir noch eine Runde? Ja, das wird noch eine Runde gehen noch. One more turn. So, ihr seid also dahin gelatscht, auf den Hügel, um einen Kampfvorteil zu haben. Das kann ich schon nachvollziehen. Aber unsere Armee ist bereit, die 8. Armee. Okay, ich habe hier, was ich wollte. Ich kenne die Landesgrenzen. Da ist es nicht so schön. Tropischer Regenwald wurde schon entdeckt, leider. Sehr schön. Eine Region ist angeblich inaktiv. Die Versammlungshalle haben wir. Sehr schön. Jetzt haben wir Diplomatie-EP. Ich hoffe, dass wir damit bald was machen können.
Kekapolis, was kriegst du denn als nächstes? Dolmen für den Einfluss hätte ich gerne, bitte. Ja. Ja, die kleinen Gebäude müsste man noch hier sehen können, irgendwie. Das finde ich auch nochmal ganz cool. Okay. Gut, damit haben wir die erste halbe Stunde rum. Ich danke euch jetzt auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Stream wird kurz unterbrochen. Wir sehen uns in 10 oder 15 Minuten wieder hier bei mir auf dem Kanal mit der nächsten Folge, wenn ich alles soweit eingestellt habe. Ja, bin mal gespannt, was ihr sagt. Ja, auch jetzt, wenn es hier weitergeht, auf euer Feedback bin ich sehr, sehr gespannt insgesamt. Und das Erste, was ich bekommen habe von euch, ist großartig. Habt das sehr hart gefeiert. Vielen, vielen Dank. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.